Mein Vater hat schon wieder Bauchschmerzen. Er sagt, er hat die ganze letzte Nacht kaum geschlafen. Und dreimal gebrochen hat er auch. Hat er schon Fieber gemessen? 38,3. Das ist jetzt gar nicht so hoch, aber das geht schon seit 2 Tagen so. Ich komme kaum über die Treppe. Als ich vorhin runtergegangen bin, hat es mir bei jeder Stufe so einen Stich gegeben. Wo? Hier, an dem Bauchnabel rum. Wenn ich da anfasse, dann fühlt sich's auch ein bisschen hart an. Kann das nicht vielleicht der Blinddarm sein? Oder wurdest du da schon operiert? Nein, operiert bin ich nicht. An den Blinddarm habe ich noch gar nicht gedacht. Ist der nicht auf der rechten Seite? Ja, ich glaube schon. Ziemlich sicher. Aber du hattest doch vor ein paar Jahren auch was mit dem Darm. Und da auch so eine Darmspiegelung, oder? Ja. Das war doch da, wo sich der Arzt so gewundert hat, dass alles in Ordnung ist. Keine Polypen oder irgendwelche Ausstülpungen, das haben viele Leute in meinem Alter. Die können sich dann entzünden, hat er gesagt, und das ist dann sozusagen die Blinddarmentzündung der alten Leute. Nur nicht ganz so gefährlich. Vielleicht ist ja auch die Bauchgrippe. Wir hatten die alle letzte Woche. Ich habe 2 Tage Durchfall gehabt, du auch, und die Kinder fast die ganze Woche. Dann bist du halt der Letzte. Aber ich habe gar keinen Durchfall. Mein Stuhl ist in Ordnung. Magst du die Suppe auch nicht? Doch, doch, aber mir ist einfach noch so schlecht. Und wenn ich noch mehr esse, muss ich, glaube ich, wieder brechen. Da ist immer noch das Ziehen um den Bauchnabel rum, jetzt schon seit 2 Tagen. Das Fieber ist auch nicht weggegangen. Ich will einfach nicht, dass es noch schlimmer wird. Hm? Der Kleine sagt, in der Schule geht immer noch die Bauchgrippe rum. Die halbe Klasse hat's schon. Vielleicht hast du dich wirklich angesteckt. Ja, ich habe mir auch gedacht, vielleicht habe ich mir tatsächlich den Magen verdorben, aber jetzt wird's immer schlimmer. Ich kann hier unterhalb des Bauchnabels kann ich nicht mal mehr richtig anfassen. Der Schmerz ist nach unten gezogen und auch irgendwie so nach links gewandert. Und ich weiß nicht. Ich spüre schon richtig die Bauchdecke. Ich habe auch schon im Stuhl nach Blut geschaut. Da hat der Arzt gesagt, soll ich drauf achten, aber ich habe nichts gesehen. Was soll ich denn jetzt machen? Hast du schon Fieber gemessen? Ja. Haben wir was gegen die Schmerzen im Haus? Ja, ich habe schon 2 Aspirin genommen. Ist jetzt runter auf 38. Ich denke, ich warte noch mal bis morgen. Hä? Ich geh lieber zum Arzt. Ich mache mir langsam Sorgen.